Herzlich willkommen zu Ihrem Ratgeber Gesundheit in der Bergapotheke in Brand-Erbisdorf. In der Bergapotheke gibt es das Beste für Sie. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir möchten Sie heute wieder ganz herzlich in Ihrer Bergapotheke in Brand-Erbisdorf begrüßen. Wir haben heute einen bunten Blumenstrauß für Sie zusammengestellt aus verschiedenen Themen. Wir haben ja jetzt den Vorsommer mit der Freude auf den Urlaub bzw. mit verschiedenen Sommerthemen. Zunächst möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir im Juni wieder den Tag der Apotheke feiern. Wir geraten in Deutschland als Apotheke immer mehr unter wirtschaftlichen Druck, einfach weil wir seit ca. 20 Jahren keine Honorarerhöhung erhalten haben. Und die ganze Digitalisierung raubt uns natürlich ganz viel Kraft und Energie, aber auch Geld, einfach weil wir die Technik anschaffen müssen und die Vorgänge leider auch sehr viel länger dauern, obwohl die Digitalisierung ja alles einfacher machen soll. Außerdem kommt ganz viel Bürokratie dazu und Sie wissen ja selbst, die Inflation schlägt zu. Deshalb sind in Sachsen auch in den letzten Jahren leider an die 100 Apotheken geschlossen worden, weil die wirtschaftlichen Bedingungen einfach nicht mehr tragbar sind. Wir in Ihrer Bergapotheke sind jeden Tag engagiert. Meine Mitarbeiter kämpfen darum, dass wir Sie optimal versorgen. Die Apotheke leistet nicht nur, dass Sie hier Arzneimittel einfach erhalten können auf Rezept und auch eine richtig gute Beratung für alle nicht rezeptpflichtigen Arzneimittel, die Sie so brauchen für Kosmetik und so weiter. Wir leisten natürlich auch ganz viel für Sie, einfach für sozialen Zusammenhalt, dass wir uns um die Leute kümmern. Wir haben natürlich einen Botendienst für Sie, wenn Sie mal nicht außer Haus gehen können, dass Sie Ihre Arzneimittel bequem bestellen können bei uns. Und wir sind da auch ganz schnell. Wir können das meiste innerhalb von einem Tag liefern, beziehungsweise können wir auch Arzneimittel, die Sie benötigen, die seltener sind, die wir nicht vorrätig haben, dann für Sie auch meist innerhalb von wenigen Stunden besorgen. Natürlich leisten wir Notdienste für Sie und das Notdienstnetz wird durch die fehlenden Apotheken jetzt immer breitmaschiger, sprich Sie müssen längere Wege in Kauf nehmen und natürlich leisten wir mehr Notdienste, einfach weil Apotheken fehlen. Das ist ein trauriges Kapitel, ist aber der Gesundheitspolitik in Deutschland zu verschulden. Ansonsten haben wir auch andere Leistungen, wie zum Beispiel halten wir ein Notfallsortiment für Sie vorrätig. Da sind Arzneimittel gegen Vergiftung enthalten, beziehungsweise auch bei anaphylaktischem Schock, bei Rauchvergiftung und so weiter. Das kostet natürlich Geld. Außerdem haben wir in den Unikliniken Notfalldepots noch zusätzlich bereit, die wir auch bezahlen als Apotheke in Sachsen über die Apothekerkammer. Dort ist zum Beispiel ein Schlangengiftserum gelagert und vieles andere auch, was wirklich absolute Notfälle sind, die auch sehr, sehr teuer sind, diese Arzneimittel. Und natürlich kostet das alles Geld und all diese Versorgung wird durch die aktuelle Gesundheitspolitik gefährdet. Ja, wir schauen einfach, dass wir weiter für Sie da sein können und wir hoffen auf Ihre Unterstützung und haben Sie bitte Nachsicht, wenn mit der Digitalisierung manchmal was nicht funktioniert. Wir haben die beste Technik, wir haben die modernste Technik, wir haben stabile Internetleitungen, soweit es geht, aber manchmal ist der Server bei der Gematik halt irgendein Ausfall oder was auch immer. Manchmal gibt es Störungen und meine Mitarbeiter sind da wirklich für Sie da, dass wir das Beste daraus machen. Natürlich beschäftigen uns die Lieferengpässe. Ich habe jetzt wieder versucht, Arzneimittel zu bestellen, bin auch da relativ erfolgreich an verschiedene Substanzen rangekommen, aber es wird wirklich schwierig, die Versorgung zu gewährleisten. Auch die aktuelle Gesundheitspolitik hat das zu verschulden. Aber wir wollen nicht nur schimpfen, wir wollen jetzt einfach den Frühsommer genießen. Die Erkältungswelle vom Winter ist vorbei und jetzt wollen wir uns mit dem Sommer beschäftigen. Das erste Thema, was Sie vielleicht gar nicht so wissen, wir messen Kompressionsstrümpfe für Sie an und können da auch über Kassenrezept bzw. auch Privatrezept Stützstrümpfe beliefern.
auch in ganz modernen Farben, in einer richtig guten Qualität. Und kommen Sie einfach zu uns, wir beraten Sie da auch und sind da auch recht fix, dass Sie Ihre Strümpfe bekommen, wenn Sie Venenbeschwerden haben. Ansonsten haben wir natürlich verschiedene Cremes oder Präparate innerlich einzunehmen bei Venenbeschwerden, die Ihnen da wirklich Erleichterung bringen und die auch mit Ihren Kompressionsstrümpfen verträglich sind. Nicht jede Salbe, die Sie da irgendwo kaufen können, ist auch mit Ihren Strümpfen verträglich. Manche zersetzen das Material. Das nur am Rande. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns hochwertigen Sonnenschutz. Und ja, es gibt da wirklich Qualitätsunterschiede. Einmal natürlich in den Lichtschutzfaktoren, in diesen Filtern. Wir haben Sonnenschutzprodukte für Sie, die optimal den UV-Bereich abdecken, also natürlich UVA und B, aber auch die zum Beispiel Bildschirmfilter mit drin haben. Bei Blaulicht vom Bildschirm kann man auch Hautveränderungen kriegen und natürlich Infrarotfilter. Die Filter sind so gemacht, dass sie wirklich absolut ungefährlich sind. Das kann man ja nicht von jedem Sonnenschutz sagen. In manchen Sonnenschutzpräparaten sind krebserregende Stoffe drin, bei uns natürlich nicht. Die sind auch alle geprüft. Und ganz wichtig, es gibt hier auch verschiedene Lichtschutzfaktoren, 30er oder 50er. Unter 30 sollte man gar nicht anfangen, das braucht man eigentlich nicht. Wenn man Sonnenschutz macht, dann mindestens 30, am Meer mindestens 50, im Gebirge mindestens 50. Und es gibt für den Körper bzw. fürs Gesicht Präparate, einfach weil die sich kosmetisch anders verteilen. Wenn Sie das für den Körper, fürs Gesicht nehmen, kann es passieren, Ihnen kriecht das in die Augen und Sie kriegen da eine Augenentzündung. Deshalb lassen Sie sich am besten beraten, welche Präparate gut geeignet sind. Und wir haben auch Präparate, die man vor dem Sonnenbad anwenden kann, beziehungsweise vor dem Urlaub auch nehmen kann, dass man einfach nicht so sonnenempfindlich ist. Ansonsten wichtig, guten Sonnenschutz benutzen und ja, nicht vergessen, wenn man wandern geht, auch am Meer bzw. beim Radfahren. Und wenn dann doch mal irgendwo ein Streifen vergessen wurde, dann bitte pflegen Sie Ihre Haut ordentlich. Und auch in dieser After-Sun-Geschichte, also nach dem Sonnenbad, gibt es ganz viele Unterschiede. Wir haben sehr gute After-Sun-Präparate, vom Panthenol-Spray angefangen, über wirklich Salben und Cremes, die ganz viel Feuchtigkeit geben. Wir haben auch ein sehr gutes Aloe-Gel. Lassen Sie sich dazu auch einfach beraten, was für Sie dann geeignet ist. So schön die höheren Temperaturen jetzt sind, natürlich gefällt es auch den Plagegeistern. Und ich habe Ihnen hier mal eine Zecke mitgebracht. Ja, die Zecken sind aktiv. Es gibt ganz viele neue Arten von Zecken, auch sehr große Zecken, die auch Haustiere befallen können. Und natürlich gibt es ganz viele Mücken und wahrscheinlich kommen wir im Sommer auch eine Mückenplage. Es gibt da sehr hochwertige Präparate, die Sie einfach aufsprühen können, die dann mehr oder weniger lange auch gegen Zecken und Mücken schützen. Sie müssen aber da bitte beachten, dass Sie bei kleinen Kindern wirklich die kinderverträglichen benutzen und manche Präparate zersetzen auch Kunststoff. Da bitte auch vorsichtig sein mit Trekking-Klamotten, dass man da nicht dann den Kunststoff zersetzt und auch dazu können Sie sich gerne bei uns beraten lassen. Außerdem ist im Sommer wichtig, den Impfschutz mal zu kontrollieren bzw. aufzufrischen. Zuerst sollten Sie an den Impfschutz gegen die FSME denken. Das ist eine Krankheit, die durch Zecken übertragen wird. Aber diese Impfung schützt natürlich nicht vor Borreliose, anderen Erkrankungen, die durch Zecken übertragen werden. Aber gegen FSME ist sie sehr gut wirksam und auch gut verträglich. Und gerade wenn Sie in einem FSME-Gebiet verreisen, dann sollten Sie den Impfschutz mit Ihrem Arzt besprechen. Ansonsten ist natürlich die Pneumokokkenimpfung sehr wichtig, gerade für Ältere oder chronisch Kranke. Und diese müssen Sie in regelmäßigen Abständen auch wieder erneuern. Also das bitte mit Ihrem Arzt besprechen. Aber dafür ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und natürlich und so weiter, Keuchhusten gibt es immer mehr Fälle, dass Sie das alles mit Ihrem Arzt jetzt besprechen, weil im Sommer, wie gesagt, der optimale Zeitpunkt für Impfungen ist. Außerdem ist wichtig, wenn Sie verreisen möchten, dass Sie auch da vorher Ihren Impfschutz abklären. Wir haben leider letztes Jahr auch wieder Hepatitis A-Fälle
erleben müssen bei Patienten, weil sie einfach vergessen haben, ihre Hepatitis A-Impfung nachzuholen, und die waren in Ägypten und haben sich dort angesteckt. Also da bitte wirklich genau gucken, mit Ihrem Arzt absprechen, beziehungsweise können wir Ihnen auch eine grobe Beratung geben, was da nötig ist, wenn Sie eine Reise planen. Ansonsten ist es wichtig, Ihre Reiseapotheke jetzt schon aufzufüllen, dass Sie das auch rechtzeitig machen. Hier gehören verschiedene Sachen rein, natürlich Schmerztabletten, Erkältungsmittel und dann je nachdem, wo Sie hinreisen. Man braucht als Trekkingurlauber eine ganz andere Ausrüstung als, ich sag mal, wenn man eine Städtereise macht. Und hier bekommen Sie bei uns auch ganz professionelle Beratung, was Sie alles mitnehmen müssen, auch für Kinder, an was Sie denken müssen. Und wir schauen natürlich auch Ihre Hausapotheke durch, nach verfallenen Artikeln, nach Optimierung, ob das auch alles zu Ihrer Dauermedikation passt. Und für alle, die Dauermedikationen brauchen, die können sich auch gerne mal beraten lassen, ob für so einen Medikationscheck für Sie in Frage käme. Da würden wir pharmazeutisch drauf schauen, ob Ihre Medikamente alle zusammenpassen. Und gerade wenn man als chronisch Kranke sehr viele Tabletten einnehmen muss oder verschiedene Präparate auch hat, ist es sehr hilfreich, dass wir da mal durchgucken, ob sich alles verträgt, ob die Einnahme alles passt, ob die Teilbarkeiten passen und so weiter. Kommen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich dazu beraten. Außerdem haben wir im September wieder unsere Blutdruckgeräteaktion, wo wir Ihr Blutdruckmessgerät überprüfen können. Und wir werden das rechtzeitig nochmal ankündigen, nur dass Sie das schon mal gehört haben. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Sommer. Bleiben Sie gesund, schützen Sie sich vor den ganzen Plagegeistern, denken Sie auch an Ihre Haustiere. Und wenn Sie in den Urlaub fahren können, wünsche ich Ihnen natürlich ganz viel Erholung und eine glückliche Zeit. Auf Wiedersehen in Ihrer Bergapotheke.